Und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von IT-Tweak. In dieser Anleitung geht es darum, in Windows 11 den Dateiexplorer zu öffnen und dieses Startsymbol zu entfernen. Wenn euch das nämlich stört, dann könnt ihr es mit einer Registrierungsänderung aus dem Dateiexplorer verbannen. Wie das funktioniert, das zeigen wir euch jetzt. Als erstes drückt ihr die Windows-Taste, gebt Regedit ein und öffnet den Registrierungseditor. Die Meldung bestätigen wir noch mit Ja. Und jetzt braucht ihr einen bestimmten Pfad in der Registrierung. Den könnt ihr euch wie immer aus der schriftlichen Anleitung herauskopieren. Dann hier oben bei Computer alles markieren, Steuerung V drücken, einmal die Enter-Taste und ihr seid direkt im richtigen Pfad. Den klickt ihr jetzt einmal mit der rechten Maustaste an, geht auf Umbenennen und vor die geschweifte Klammer einfach ein Minuszeichen setzen, einmal die Enter-Taste drücken und dann seid ihr auch schon fertig. Wir schauen uns das Ganze nochmal an. Datei Explorer öffnen und wir sehen, das Startsymbol ist verschwunden. Wenn ihr das Startsymbol doch wieder haben möchtet, dann wieder in den Registrierungseditor rein, rechte Maustaste auf den Schlüssel, auf Umbenennen, das Minuszeichen einmal entfernen, Enter drücken und den Registrierungseditor schließen und das Startsymbol ist wieder da. Wenn ihr nicht nur das Startsymbol entfernen möchtet, sondern zum Beispiel auch den Katalog oder diese Ordner, die hier angezeigt werden, dann findet ihr unten in der Videobeschreibung noch einen Link zu der Anleitung um diese ebenfalls zu entfernen. Damit sind wir durch mit der Anleitung. Ich bedanke mich wie für immer fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.